Ja, ich begrüße Oliver Nutz hier in seiner Ausstellung Ja und Nein in der Galerie Krems. Wir haben uns entschieden, die Ausstellung online noch einmal zu präsentieren, solange sie noch zu sehen ist. Wer sie noch nicht gesehen hat, kann sie es jetzt anschauen. Oliver, vielleicht ganz kurz zu deiner Arbeit. Magst du mal eine Einführung geben in dein Werk? Ich werde inzwischen einmal versuchen, ein paar Bilder genauer aufzunehmen. Ja, in meinem Werk. Für mich ist die Kunst ein sich auseinandersetzen mit der Welt und ihr quasi ein bisschen seinen Spiegel vielleicht vorzuhalten. Also ich beschäftige mich jetzt schon seit längerer Zeit mit dem Thema Schnelllebigkeit und subjektiv empfundene Überambitioniertheit, überambitionierte Wirklichkeit in der Welt, und meine Bilder sind eben eine Reaktion darauf. Also scheinbar wirken die Bilder ja monochrom, sind sie das? Teilweise sicher, würde ich schon sagen, ja. Aber sie sind sicher, wenn sie im Detail dann sie genauer betrachtet, nicht ausschließlich monochrom, würde ich jetzt sagen. Also es kommt da einiges zusammen, auch an Zufällen, oftmals eben auch ein Scheitern, das auch möglich sein darf. Und dann wieder überlagert wird von einem neuerlichen Versuch. Was würdest du sagen, was ist dir wichtig bei deinen Arbeiten? Mir ist wichtig, dann schlussendlich eine klare, ruhige Linie zu finden, die man auch als solche erkennt. Also das ist beim Arbeiten dann auch durchaus, hat es fast einen meditativen Charakter dazu. Also ich lege da oft mehrere Schichten an Farben auch übereinander, bis ich eine Farbe gefunden habe, die mich zufriedenstellt, sage ich jetzt, und die jetzt auch nicht konnotiert ist, die für sich selbst stehen kann, quasi. Apropos konnotiert, du hast deine letzte Arbeit hier in der Ausstellung, wir gehen dann gleich wieder zurück, die ist scheinbar schwarz und sie ist scheinbar quadratisch, also irgendwie schaut das aus wie ein Zitat nach Malevich, schwarzes Quadrat auf schwarzem Grund oder weißem Grund, wir kennen dieses Bild alle. Ist es wirklich so oder ist es vielleicht nur ein Zitat, das dann bei dir eine ganz neue Dimension bekommt? Also ich will jetzt eigentlich nicht den Malevich zitieren, es ist immer wieder, das Schwarz ist auch immer wieder ein Thema, weil es einfach die Augen ein bisschen säubert, um für andere Nuancen oder Kontraste wieder empfänglich zu sein. Natürlich ist jedes dünklere Bild, und vor allem wenn es so nah am Schwarz liegt wie dieses, denkt man an das schwarze Quadrat. Vielleicht ist es also schon natürlich mit ein bisschen einem Augenzwinkern gemacht worden, das Ding, aber also ich fühle mich jetzt weit davon entfernt, ihn da überhaupt zitieren zu dürfen. Letzte Frage, du arbeitest ja vor allem auch als Grafiker, inwiefern spiegelt sich deine grafische Arbeit jetzt in dieser Ausstellung wieder? Ja, die ist, denke ich mal, wahrscheinlich genauso ruhig wie die Bilder hier. Also ich versuche zumindest auch in der Grafik eine klare, ruhige Linie zu finden. Ja. Also du neigst hier zur totalen Reduktion. Das ist dir wichtig. Die formale Gestaltung der Ausstellung war, glaube ich, auch ein Thema, dass die Bilder wirklich auch exakt hängen. Man sieht es sehr gut, die hängen da also alle wirklich in einer sehr genauen Reihe mit sehr sorgfältig gewählten Abständen. Und du hast da sehr viele verschiedene Nuancen von Weiß verwendet, also kein Weiß gleich dem anderen. Manche gehen hier ins Beige, manche gehen ins Bläuliche. Insgesamt also eine sehr reduzierte Schau, die aber in ihrer Exaktheit
sehr gut in die Galerie Krems passt. Und wir freuen uns schon auf die nächsten Ausstellungen, die wir dann hoffentlich wieder live eröffnen können.